Hallihallig, meine Freunde. Und damit herzlich willkommen zu The Drift Challenge. Ich drück mal Press A-Key to continue. Ja, dann drücke ich mal den A-Key. So, und da geht's auch schon lautstark los. Das sind die Settings. Audio. Music Volume. Oh, also dieses Brrrr ist schon ganz schön laut. Ich könnte auch hier mal. Oh, no info. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren gratis Steam Game, beziehungsweise ist nicht gratis gewesen, kostet auch irgendwie sehr wenig. Ich weiß nicht, 80 Cent oder 1 Euro, 10 oder irgendwie so, also sehr wenig. Und deswegen ist es auch hier bei den gratis für lau Steam Games mit drin, weil ich auch hier zu faul bin, Thumbnails zu machen und so. Obwohl das hier schon ganz interessant aussieht alles. Oh, achtet mal auf die Reifen. Die bewegen sich mit der Kamera mit. Interessant. Tutorial. Ja. Hier, ich habe schon mal reingeschaut. Counter Steer Assist. Ah ja, genau. Das war am Anfang, war das voll oben. High Speed Steer Assist war auch voll oben. Steer Speed war normal. So, ich mache das mal wieder zurück, dass ihr seht auch, denn ich habe es mir ein bisschen schwieriger gemacht zum Testen. Also hier ist alles soweit. Okay. Gut. Tutorial. Enter Tutorial. Wir gehen mal ins Tutorial rein. Und damit nochmal herzlich willkommen hier bei Drift Dingenstar. Welcome to Tutorial. Drive to the tutorial triggers and learn of how the game works. Enter. Drive to target triggers and stop to enable irgendwas. Also was? Okay, ist ganz schön laut. Moment. Ist mir zu laut. Wir machen das hier wieder so. Und das hier so. Mal schauen. Ah, so ist besser. So, was soll ich hier? Soll ich driften? Also ist ein Driftspiel. Das sollte natürlich auch treffen. Reinfahren und dann irgendwas drücken oder was? Ach, ich muss warten. A simple tune on cars. 1. In garage choose engine setup pick from the tree. Ach so. Prompt retune setups. Ach, das ist einfach nur Gequatsche, wie es. Okay. Na dann, hier, X, Band. Read me, guys. And guides. Okay, drive to the spot. Okay. Wie das alles funktioniert, da kommen wir auch noch drauf. So, wir sind im Spot. Let's get into a test drive. Donut. Starting with stunts. Donut. Spin at once. At one place till perform a donut. Okay. Kann. Gemacht. 180 Grad turn. Gain speed and then turn right and press and hold the e-brake. Haben
gemacht. 180 Grad Turn Reverse. Haben wir gemacht. 360 Grad Turn. So, haben wir gemacht. E-Brake. Must E-Brake gain some speed and pull and hold the E-Brake until perform an E-Brake stunt. Okay, erstmal Speed holen. Und dann die E-Brake reinhauen. Also Handbremse. So, gemacht. Inklusive in die Mauer reinknallen. Speed Drift. Drift at least 80 km for 3 seconds. Ah, für 3 Sekunden. Oh, ich darf nicht so arg gegen lenken. Dieser Lenkassist. So, haben wir gemacht. Der Unterstützungsstand ein bisschen. Was? Wide Angle Drift. So, das war in die Bauer. Ich fühle mich wie bei The Fast and Furious 3. Tokyo Drift. Oh, okay, hat gereicht. Was? Jump? Jump Drift. Find a jump base and drive over it. Be sure to land safe. Ah, hier. Nein? Doch. Gilt, okay. So, moving to tasks. Spin inside. Go to the target object and make a donut inside. Also hier. Das war kein Donut. Oh, okay, war eigentlich kein Donut. Slide through. Drift forward to the target and be sure to drift the car before exit from the other side. So, haben wir gemacht. Sehr gut. Roundabout. Ah, Kreisverkehr. Wo ist er denn? Ah, hier. Das war zu stark. Ah, okay. Zum Glück nicht so oft rum. Clipping Zone. Drive towards one of its clipping zone and drift through it. Be sure to drift the car before enter the clipping zone. Ah, so gemeint. Okay. Clipping point set. Drift through the set of clipping points. Ja, treffen sollte man natürlich auch. Gerade so, ne? Drift Score and Distance. Akkumulate 3000 Drift Score and 1000 Meter auf Drift Distance. Also dann machen wir einfach mal so einen langen Drift hier. Und der lenkt tatsächlich ziemlich stark gegen. Also das, dass der hier so krass einlenkt, das bin nicht ich. Ich brauche ihn nur immer wieder ein bisschen Schwung geben. Das ist mir eigentlich zu einfach, sage ich mal. Das werde ich also noch ein bisschen reduzieren. Erstmal ein bisschen so üben. Macht halt schon Eindruck. Tutorial completed. So.
so, hier gibt es nämlich auch offensichtlich so Challenges. After Exit Trigger. So, mit C kann man nämlich hier zum Beispiel. Das kann ich hier mal zeigen. So, pass mal auf. Das hier sind die unterschiedlichen Kameraperspektiven. Und ich habe gesehen, E, B. Hier kann man quasi durchschalten. Gibt es hier eigentlich Licht? H, G, nein. So, was haben wir noch für eine Kamera? Hier. Dann haben wir die hier. Das ist so eine Mischung aus BMW. Hinten sind so BMW-Lichter. Und vorne so ein bisschen Mustang-mäßig. Ach, das ist immer aus. Okay, auch hier drin. Sieht schon cool aus. Ich meine, klar, auf dem Boden sieht es kacke aus. Weil man hat hier keinen Schatten und sieht hier auch nichts so wirklich. Wo ist denn die richtige Kamera? Ist das die richtige? Ja. So, damit hätten wir das Tutorial fertig. Settings, Profile. So, gehen wir mal auf Profile. Player. So. Level 2, Cash, okay, Access Cars. Acquire Cars. 60 Autos gibt's hier. Enter. Back. So. Los Osos. 15.000 haben wir auf dem Konto. So, ich habe mir die Karre schon ein bisschen in der Garage, habe ich mir die Karre schon so ein bisschen hergerichtet. Wir können nämlich hier die Farbe ändern. Ich gehe mal hin. Hier Metallic oder eben Matt. Das hier ist eher so Matt, das hier ist eher Metallic. Dann, nein, das hier ist Matt. Genau, das hier ist Matt. Und das hier wäre Matt ohne Metallic. Nehmen wir mal, keine Ahnung. So ein Grau. So einfarbig oder hier, was weiß ich, grün. So als Metallic, so als einfarbig. So mit viel Chrom und Glanz. So halt mit wenig. Aber wer mich kennt, der weiß, welche meine Lieblingsfarbe ist. Mache ich mal hier in. So, noch ein bisschen roter. So, so eine Mischung aus Rot und Orange. So glänzt das schon ganz schön. Aber so ist halt Chromoptik. Na boah. So ein bisschen weniger. Ja, so sieht auch cool aus. Entschuldigung. Shredder 225S, so heißt die Karre. So, also hier gibt's Farben. Hier gibt's die Fensterfarben. Da habe ich noch keinen Unterschied gemerkt. Achso, ja, okay. Hier könnte man eine Tönung reinbringen, aber die Schwarz. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Entschuldigung. Ah. Ja, so. Also Schwarz sieht man jetzt nicht wirklich. Nur wenn man hier anfängt, eine Farbe mit reinzubringen. Metallic und Smoothness macht in dem Fall nichts aus. Aber ich lasse mal so. So, die Felgen haben wir hier grün. Das ist dieser innere Rand. Den können wir natürlich schwarz machen. Oh, wie sehen die aus, wenn die beide schwarz sind? Also innerer Rand und dieser Stern. Ist das jetzt so eine Art Chrom? Komisch, die Räder bewegen sich. Und die Lichter sehen echt merkwürdig aus. Man kann durch die Lichter durchgucken.
Okay, ich glaube, das hängt am, mit dem Lack zusammen, oder? Nee. Man sieht hier die Sitze. Hier, durch die Lichter kann man die Sitze erkennen. Hat aber hiermit nichts zu tun. Komisch. Naja. Hier, so hatten wir's, ne? Okay, ich mache aber die Felgen. Oder machen wir sie chrom, machen wir sie wieder chrom. Was sonst? So. Und, ach ne. Und, so. Jetzt sind die, kann ich, oh, ich kann hier mit der Maus auch noch hin und weg. Das sind nur die Rückleuchten, die so durchsichtig sind. Sehr merkwürdig. Also die Musik ist auch lustig. Und die Räder, die schwanken. Schon komisch. So, dann haben wir hier noch Bremssattel. Ist jetzt rot, könnte man natürlich in allen möglichen Farben, aber mir gefällt rot irgendwie am besten. Also, weiß ich nicht. Machen wir mal Metallic, machen wir weg und das machen wir ganz so, dann so richtig rot. So, dann, das waren die Bremsen. Dann haben wir hier noch die Smoke Color. Oh, schwarz. So, sieht man es besser. Da könnten wir jetzt natürlich so einen roten Qualm machen. Für roten Dingens, aber. Oder weiß. Der ist eigentlich immer weiß, ne? Normalerweise Qualm. Okay, das waren die Farben. So, dann haben wir hier noch Rims. Man sieht schon, da sind sehr geile Felgen dabei. Die muss man aber alle kaufen. Das kostet Kohle. Also wie viel denn? 10.000. Wir hätten ja 15. Wir könnten. Die kosten ja alle 10. Die kosten alle 10. Felgen sind ganz schön teuer bei dem Spiel. Ich mag ja solche so Turbinen. Kann ich hier nicht. Ne, man kann nur mit der Dingens durch. Oh, die sehen auch cool aus. Also ich schau gerade mal, da hätten wir nochmal Turbinen. Die sehen auch stylisch aus. Oh, nochmal. Ja, okay, das ist übertrieben. Ist geil, die haben hier echt viel so Turbinen-ähnliche. Wow, die sind ja nice. Die sehen aus wie so Lüfterräder. Die sind cool, die kaufe ich. Jawohl. Kaufen. Sehr geil. So, jetzt haben wir noch 5.000. Ich bin sehr verschwenderisch. So, Rims. Choose the grip value and apply new set of tires. Huch. Also hier mit mehr Grip oder weniger Grip. Wear state 80% Tire Sets. Choose a grip value and mount a new set of tires or purchase Tire Sets. Buy new tires. Ah, okay. Ein Reifen kostet auch hier 10.000.
Grip. 1,5 Grip. Okay, ich habe keine Ahnung. Ah, wir werden mal sehen, was wir da so. So, Suspension. Test Push. Test Drop. Offroad. Bouncy. Boing, boing, boing. Offroad. Boing. Crazy. Okay, das bounced ganz schön. Ja, das sind dann nur Federn wahrscheinlich. Das Ding fällt doch gleich um. Können wir bestimmt mal testen. Race Soft, Race, Drift Soft, Drift. Oh. Sehr nice. Naja, auf jeden Fall. So. Hier. Was haben wir hier noch? Springs. Okay, sehr weich. Stoßdämpfer. Keine Stoßdämpfer. Ach du Scheiße, wie sich's aufschaukelt. Zzt. Boing, boing. Alter Schwede, das sieht aus. Bzz. Boing. Ah, hör doch mal auf. Boing, boing. Alter, die Karre fällt gleich um. Komm schon. Fall um. Ist das lustig? Ah, geil. Das nenne ich mal ein Airride-Fahrwerk. Oh, oh, oh. Ach was. Na, ist das geil oder ist das geil? Wir haben in der Werkstatt, im Federtestzentrum, haben wir die Karre aufs Dach gelegt. Das nenne ich mal lustig. Komm schon, nochmal. Ist das geil, das macht voll Spaß. Und zack, da liegt die Karre wieder. Eieiei. Oh, oh, jetzt machen wir gleich das Spiel voll kaputt. Okay, gut. Yeah, yeah, Party, 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 Party. Okay, ich lasse das mal. Zack, so. Aber eigentlich könnten wir da schon ein bisschen mehr Sturz geben. Drift. All. Ah, Moment. Da gab es auch nur Front. Ah ja. All. Schon ein bisschen mehr. Ein bisschen breiter. So kann man, glaube ich, driftmäßig schon gehen. So breit. So, Test Push. Okay. Distance. Ganz minimal schleifen sollte es noch nicht. Machen wir mal so. Und die Stoßdämpfer natürlich richtig doll hart. Miau. Karre dreht sich vom Runterrütteln.
Stoßdämpfer weniger. Ne, Stoßdämpfer mehr, Feder weniger. Ach egal, ich lass mal so. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal wieder zurück. Oh, Engine. Stock. Tune not drift ready. Not enough cash. Kostet 10.000. Ah, und der 20. Okay, kostet alles 10. Gut, dann brauchen wir erstmal Kohle. So, dann hätten wir es hier soweit. Weg. Gab's hier nicht noch Autos? Ach hier, Cars. So, aber die schauen wir uns dann morgen an. Wenn es wieder heißt, Time to Play. Hier bei Drift Challenge. So heißt doch das, oder? Glaube ich. Ja. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.